Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem weiteren neuen Video, beziehungsweise das erste Video seit langer Zeit. Und es hat auch einen Grund. Ich will es kurz erklären. Ich habe mir gedacht, ach komm, ich habe keine Lust mehr zu spielen so richtig. Also ich habe die Lust verloren, YouTube-Videos zu machen. Aus dem einfachen Grund, dass ich mich immer gestresst gefühlt habe, Videos hochladen zu müssen. Oh, jetzt vergisst du es. Oh, jetzt ist dies und das. Und darum hatte ich keine Lust. Das einfach nur mal ganz kurz zur Erklärung. Und warum ich es wieder mache, jetzt dank dieser ganzen Corona-Quarantäne, die wir hier haben, ist mir jetzt irgendwie, habe ich gemerkt, wie ich das doch vermisst habe. Und habe mir dieses Spiel hier besorgt. Es ist wirklich kein Spiel, das ich mir einfach so besorgt hätte, normalerweise, weil es überhaupt nicht in meine Richtung geht. Aber ich muss sagen, dieses hier hat mich dann doch irgendwie fasziniert. Also ich habe das von 3DS, kenne ich das her, habe es aber nie gespielt, weil ich es einfach nicht gut fand. Aber jetzt hier zu Hause, in dieser Quarantäne, habe ich gemerkt, komm, legen wir mal los mit Animal Crossing. Denn es ist sehr gechillt und dadurch, dass die ganze Welt draußen irgendwie doch scheiße ist im Moment, ist es doch ganz nett, hier mal irgendwas zu haben, was Spaß macht. So, ich sammle mal kurz ein paar Sachen ein hier. Zum Spiel selber sage ich jetzt nicht viel, die meisten kennen es ja. Deswegen macht es keinen Sinn, da jetzt so viel rüber zu reden. Ich muss mal kurz ein paar Sachen einsammeln hier. Ich brauche auch noch. Und die Leute, die nehmen wir auch noch mit. So. Ja, ich führe euch mal jetzt einfach ein bisschen rum auf meiner Insel. Ich bin noch nicht so weit. Ihr seht, ich habe hier so ein bisschen was eingerichtet schon. Aber im Endeffekt ist mein Haus noch nicht fertig. Ich zeige euch das einfach mal, wie leer mein Haus ist. Gehen wir doch mal nach links. Ich habe das Haus voll ausgebaut schon. Das habe ich allerdings geschafft. Aber ich habe nichts reingebaut. Hier. Obwohl, ich finde diese Pyramiden, diesen Pyramidenboden finde ich einfach nur echt nice. Und ja, die Wände, die sind so ein bisschen Elektro. Man sieht diese Farbe, die durchgehen. Die schocken schon. Aber ich weiß noch nicht, was für ein Raum das wird. Mal sehen. Ich habe gedacht, im Keller kommt so eine kleine Wellness-Oase rein. Habe ich aber auch noch nicht so viele Sachen für. Hier ist der nächste Raum. Kann ich euch zeigen. Der ist auch leer. Also, wie gesagt, ich habe noch nicht so viel gemacht. Die einzigen Räume, die ich wirklich geplant habe, war bis jetzt nur der erste Raum, wo ich reingekommen bin. Und man muss sagen, der ist ja auch ganz nice geworden. Ich liebe diese Block. Möbel, die man aus den Bauklötzern machen kann. Finde ich irgendwie cool und ich habe die farblich ein bisschen angepasst, dass sie alle ein bisschen miteinander passen. Ja. Hier habe ich einen kleinen Fitnessraum. Der ist auch noch nicht ganz fertig. Da fehlt noch einiges. Aber hier sieht man schon mal, was es werden soll. So ein bisschen wie so ein Dojo sieht das aus, ne? So mit dieser Holzboden, der ist ganz cool. Und dann diese leicht chinesisch angehauchten Wände. Das, da habe ich schon Bock drauf. Mal gucken. So. Gehen wir nochmal raus und schauen uns mal meine Insel an. Ich werde euch bei Zeiten immer auf dem Laufenden halten. Es wird jetzt nicht regelmäßig ein Video kommen, aber ich versuche in der Woche immer so ein, zwei Videos hochzuladen. So, das ist mein Haus von außen. Das Willkommensschild, das Hundeknochen, fand ich ganz witzig. So, gehen wir mal hier rum. Meine Insel heißt Paradiso. Und ja, ich zeige euch das Ganze mal. Also, ich kann aber ganz kurz mal die Karte von oben zählen. Wenn ihr das sehen wollt. So kann man die Karte sehen. Ich hab diese hier ausgewählt. Wie ihr seht, habe ich noch nicht so viel dran verändert. Ich habe zwar schon einige Sachen und ich habe ja auch hier ein paar Bewohner, die hier Bock drauf haben, damit zu wohnen. 10 an der Zahl. Aber wie man sieht, habe ich noch nicht ganz so viel erreicht, was das angeht. Ich habe ein paar Brücken gebaut, klar. Und ich überlege auch, ob ich das hier zu einer kleinen Insel, eine Insel auf meiner Insel mache. Da soll nämlich nur ich wohnen. Mit einem kleinen Teich und so. Ich muss doch mal aufbauen hier ein bisschen. Ja, hier habe ich überlegt, ob ich ein kleines Labyrinth baue. Das kann ich mit meinem Inseldesigner machen. Aber beim Inseldesign bin ich nicht ganz fertig, weil ich habe, da fehlt mir noch so ein bisschen was. Ich kann mal zeigen. Klar. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Bauarbeiten beginne, dann kriege ich auch einen Helm auf, ne? Wenn ich den holt, dann werden. Ja, zack. So. Und wenn man jetzt guckt. Kann man sehen, ich habe noch nicht so viel. Ich habe hier so zwei Böden, Steinweg. Aber ich kann schon die Plateaus bauen. Also ich kann Erde ran und weg machen. Es fehlt mir eigentlich nur noch eins für. Es fehlt mir noch eins für. Wie nenne ich das? Fürs Wasser. Mal gucken, was ich finde. So. Oh, hier ist Nick. Jetzt laden. Ich zeige euch mal, wie spät es ist. Ein bisschen hier. So, hier ist mein Museum mit der blöden Eule. Telefonzelle, weil ich mich noch ganz schnell umziehen muss. Also super Mendel. Ja. Ganz nett gemacht, wie gesagt, ne? So, ich mal schauen, wir haben hier. Ihr könnt natürlich jetzt nicht das Logo oben sehen von hier oben rechts. Ist eigentlich ein Logo, das ist mein Logo drin von Animal Crossing. Ich
gemacht habe. Aber oben rechts ist normalerweise der Bauarbeiterhelm, den man sehen kann, wenn man den Landschaftsdesigner hat. So. Ihr seht, hier ist noch alles ein Aufbau. Also hier sind schon Hütten. Ich dachte, hier unten vielleicht ein Dörfchen hin. Aber es ist auch spannend zu sehen, die Entwicklung. Also ihr seht jetzt, ich bin noch nicht so weit. Ich habe hier ein bisschen Steine gesetzt. Hier ist schon ein bisschen mehr. Und oben hier. Ich will ja wieder schon alle Fossilien finden, damit ich schön das Museum aufbauen kann, wenn wir fertig bekommen. Der Wegweiser, hier gibt es schon Flughafen, ne? Das ist schon. So, hier sind wir hier vergessen. Staken ordentlich, ne? Oh, hier. Was Goldenes einpflanzen. Oh, ein kleiner Trick für euch. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ja, die meisten wissen es natürlich. Aber diesen 1000 Sack kann man ja wieder einpflanzen. Könnte ich jetzt machen, mache ich aber nicht, denn man kann da auch 10.000 Sterne einpflanzen. Das heißt, der nächste Baum, der wächst, hat drei Säcke voll mit 10.000 Sternen. So nicht schlecht. So, gehen wir mal hier rüber. Hier wohnen die anderen Bewohner noch. Ihr seht, haben die noch überhaupt keine Deko draußen. Ich bin noch nicht so weit gekommen. Ich habe hier oben einen kleinen Fruchthain. Alles voll mit Äpfeln. Hier gibt es Orangen, hier gibt es Beersiche, Birnen und Kirschen. Alles, was das Herz begehrt. Die habe ich mir auf einer anderen Insel geholt, weil angefangen habe ich natürlich mit Orangen hier. Hab aber auch weiter unten noch ein paar Palmen. Oh, warte mal. Oh, ich habe meine Angel vergessen, ne? Hab die Angel mitgenommen? Nee, habe ich nicht. Mist. Wir werden mal holen, die Angel noch. Hier unten habe ich auch ein paar Palmen, ne? Die kann man auch sehen. Und hier ist das kleine, die kann man sehen, hier ist das kleine Lager für die Camper, wenn die kommen. Dann campen die hier. Und dann kann ich ein bisschen mit denen schnacken. Mogel rausholen. So. Ja, hier können sie dann lagern. Ich habe ein bisschen ein kleines Feuer gemacht, einen kleinen Gaskocher, eine Lampe, eine Liege, wenn sie wollen, nochmal diesen aufblasbaren Sack, falls sie Bock haben. Ups, hier ist noch drin. So. Nur. So viel kann man, wie gesagt, auf meiner Insel gar nicht sehen. Aber ich wollte euch mal einen kleinen Einblick zeigen. Dann könnt ihr auch sehen, wie es ist, wenn es dann doch mal weitergeht. Mir fehlen noch so ein paar Nooks. Ich habe hier, guck mal, ich habe hier nur 3420. Ich brauche noch ein paar mehr, um. Ja, um was um euch zu machen? Genau, um den Wasserdesigner dazu zu bekommen. Wasserplateau-Lizenz. Die Wasserlizenz. Und die ich habe. Hier will ich einen kleinen Creeper zu machen. Aber ich denke, ich werde die ganze Insel flach machen. Das heißt, ich werde keine Erhebung haben. Irgendwie cooler, ich weiß nicht warum. Mal sehen. Ich weiß auch nicht. Mal sehen. Also, wir müssen auch noch kurz die Angel holen. Denn ich versuche mit euch jetzt ein paar Nuckmalen zu erhaschen. Und dafür brauchen wir definitiv eine Angel. Hab ich vergessen hier. Da, guck mal, das ist meine schöne Kinderangel. Zack. So, oh, warte mal. Wenn wir schon mal hier sind, ich wollte meine Straßenlampen mal irgendwo reinpacken. Nehmen wir mal mit. So. So. So, oh, komm, hier. Getränkeautomaten können wir auch nochmal aufbauen. Stehen draußen ein paar Sachen. Das ist jetzt nicht so viel, was draußen stehen würde, denn. Aber egal. Ja, was gibt es noch? Was fehlt mir noch? Also ich habe ein paar Sachen natürlich mir begehren. Ich habe jetzt 3 Sternen-Lizenz hier nur für auf der Insel. Das sind so 3 Sterne-Image. Das ist noch nicht so viel. Will ich auf jeden Fall noch mehr haben. Aber ich finde, man kann hier überall immer so ein kleines Kleines stellen. Wollen wir den hinstellen? Okay, die machen schon was her. Die sehen wieder gut aus. Wir sind nicht bei armen Leuten. Genau, ja, Laterne. Das ist auch eine. So. Ja, wir werden jetzt mal kurz angeln noch ein paar Mal. Denn ich habe gesehen, desto mehr ich angeln, desto. Ich angeln. Quatsch. Aber wenn ich jetzt angeln, dann bekomme ich halt. Ich kann mit meinen. Dann kommen wir wieder hier und flattern hier. Dann ist ein riesen Brocken. Komm. Yes. Gut. Ja, komm. Hast du doch gesehen. Hat er nicht. Vor deiner Nase. Da hat er und freut sich. Das ist jetzt die Spielzeugangel nur nebenbei, deswegen ist sie so bunt. Ja, das macht auf jeden Fall Laune das Spiel. Hätte ich nicht gedacht. Das ist auch sehr entspannt und entschleunigt so ein bisschen den Alltag, das muss ich auch sagen. Und das ist für mich wirklich gerade das easyste an Spielen. Ich muss mich allerdings so reinbeißen. Auch ein Pappbaum. Ja, ich bin natürlich ein Pappbaum erlernen. So, aber worum geht es denn weiter im Spiel eigentlich? Also es geht darum, eigentlich nur seine Insel fertig zu bekommen. Oh, da haben wir es bekommen. Und, na, was haben wir denn hier? Was haben wir hier denn für einen freigeschaltet? Meilen erhalten für
Wow, 2000. Oh, geil, da sind wir ganz schön dicht dran an die 6000. Ich brauche 6000 Nuckmeilen, um dieses Wasser. Die Wasserlizenz zu bekommen. Das ist natürlich geil. Ja. Wie gesagt, mein erstes Geld habe ich hiermit verdient, indem ich einfach rumgegangen bin. Und wirklich, das hört sich total blöd an. Ich habe nur Muscheln gesammelt und geangelt. Damit habe ich wirklich Kohle gemacht. Mir war gar nicht bewusst, dass man so viel Geld machen kann mit diesen Rüben. Ich habe tatsächlich in den ersten zwei Jahren habe ich mit dem Spiel wirklich Zeit verbracht. Und zwar habe ich, total behindert, ich habe wirklich nur das hier gemacht und habe dann versucht, Rüben zu kaufen. Kommt die Pfanne rein, Digga? Ich hab gar nicht probiert. Ist wirklich so, habe ich Rüben gesammelt von dieser komischen Daisy-Tante da gekauft und das, was so ein bisschen ärgerlich war, das war, dass bei mir die Preise überhaupt hoch waren. Also die erste Fuhre habe ich komplett in den Sand gesetzt und dann die erste Fuhre war wirklich so, dass ja, kann ich nichts machen, da gingen die Preise mal nicht höher. Ich habe das gekauft für 110, glaube ich, das war arschteuer eigentlich, wenn man überlegt. Und dachte, das geht einfach mal höher, aber es ging wirklich bei mir nicht über 100 mehr. Das heißt, ich habe es mit Verlust, habe ich es verkauft, weil es war der Sonntag und ich musste es loswerden. Ja, das war echt ärgerlich. Hat mich auch wirklich geärgert. Aber beim zweiten Mal war ich ein bisschen schlauer und habe dann wirklich, hallo, kann ich raus? Und habe dann wirklich, in die Richtung. Das ist nicht mehr so schlimm. Und habe dabei für 90 gekauft, glaube ich. Jetzt ein guter Preis, fand ich. Und wollte natürlich mehr verkaufen und habe die dann tatsächlich für 105 verkauft. So. Aber ich habe nicht Kohle gemacht damit. Natürlich habe ich mir umgehört und geguckt, wie macht ihr das denn? Wie macht ihr das denn? Zack, erzählt mir doch da einer. Ja, komm, du musst hier auf die und die Webseite gehen. Ich bin dann auf eine englische Webseite gegangen, wo die Leute, wo man sich halt einloggen kann und man bekommt dann, die nennt sich Exchange, oh, wie heißt denn jetzt? Exchange Turn IP, das ist also das Englische. Statt Rüben heißen die da so Turn heißen die. Und da kann man raufgehen. Ich kann den Link ja nochmal, ich kann den ja mal reinschreiben in meine Beschreibung. Und dort kann man raufgehen und sich dann einloggen auf verschiedene Inseln. Also man kann sich in eine sozusagen in eine Reihe stellen, also ist dann so ein, hier jetzt, wenn man sich anstellt irgendwo, ist man dann in so einer Warteliste drin und diese Warteschlange sozusagen, oder Warteliste, da kann man Glück haben, dass derjenige so 4 oder 5 auf seine Insel lässt oder vielleicht nur einen auf seine Insel lässt zur gleichen Zeit. Das sind so verschiedene Sachen. Und was gut daran ist, das ist, ihr könnt sehen, für was die Rüben angeboten werden. Das heißt, die Leute, die da unterwegs waren, haben hier das angeboten für 300, dann für 400, dann für 600. Und so kann man natürlich ordentlich Rüben kaufen und die da natürlich für 500, 600 verticken. Man sollte natürlich wissen, dass diese Seite natürlich auch ein bisschen überlaufen ist. Also es sind natürlich viele da drauf und man muss sehr schnell sein. Man darf die Seite auch nicht schließen und gar nichts, weil wenn man sie schließt erstmal, dann ist es vorbei. Und dann muss man wieder ganz am Anfang der Reihe sein. Naja, aber wenn man Geduld hat und das ein bisschen schafft, dann bekommt man tatsächlich, kommt auf diese Insel, man kriegt dann den Einladungscode, den Dodo-Code, da geht man rauf, fliegt rüber und zack, kein Witz, kann man die Rüben verkaufen. Also ich habe da Rüben, ich habe für 90 gekauft nachher und habe die verkauft nachher auch noch für 633 und ich hatte den ganzen Sack voll. Das heißt, ich habe da mal so schlappe 2 Millionen mitgemacht, oder 2,8 Millionen glaube ich sogar, und habe das dann zweimal gemacht an dem Tag und habe damit recht viel Geld gemacht. Mehr habe ich aber nicht gemacht, mehr Geld damit, weil ich dachte mir einfach, wozu? Also ganz im Ernst, das, so viel Geld kann ich gar nicht ausgeben, wie ich dann hatte, dachte ich. So, aber dafür konnte ich natürlich die Brücke und alles bauen. So, jetzt mal gucken, die Gewässerlizenz will ich haben. Die holen wir uns jetzt, die kostet 6.000 und ich habe ja 6.000 zusammen. Möchten Sie die 6.000 einlösen? Na klar möchte ich das. So, gucken wir mal. Die Anfrage wurde bearbeitet, wir halten den Punkt bereit, na klar machen wir. So, wenn er hier wartet, kann ich mal sagen, ich würde mich freuen, wenn ihr meinen, das muss ich jetzt mal einfach machen, macht doch mal ein bisschen Werbung für meinen Kanal, abonniert meinen Kanal und ja, das ist fantastisch. Also, jetzt kann ich bearbeiten, super. Zeige ich euch mal ganz kurz. Also, es wäre cool, wenn ihr meinen Kanal liked, dann abonniert ihn und dann haut ihr nochmal auf die Glocke und zack, wenn ihr das gemacht habt,
würde ich mich mega freuen, denn dann erfahrt ihr immer, wenn ein neues Video kommt und meine Abonnentenzahlen würden vielleicht auch mal steigen. Ich habe mich wirklich mühsam hinbekommen zu der Abonnentenzahl, die ich jetzt habe. Ich bin auch wirklich stolz, dass ich hab die 2000 oder noch nicht ganz die 2000 erreicht, aber wenn ich die 2000 noch erreichen würde, das wäre schon nicht schlecht. Ja, jetzt könnte man natürlich denken, ups, jetzt springt auf den Animal Crossing Zug auf, weil es so viele machen. Dem ist einfach nicht so. Also ich kann leider nichts anderes sagen, als zu sagen, dieses Spiel ist wirklich echt gut. Also, kann man nur empfehlen. So, wir probieren das Wasserplot-Ding aus. Ich weiß gar nicht, was hier. Gewässerlizenz. Also. Guck dir es an. Kann ich hier so ein. Ich hier noch einen Duckmeile. Ja, wahrscheinlich, weil ich das Ding jetzt benutzt habe. Ja, runter, 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 runter. Da. Gestalt der Insel. Jetzt haben wir alle. Da können wir noch ein bisschen Kohle für. 1000 Stück. So. Achso, ich will noch ganz kurz noch was sagen zu dieser Seite, wenn ihr da drauf seid und da wirklich eure Rüben verkaufen wollt. Ihr müsst genau darauf achten, was die Leute schreiben. Einige wollen nicht auch eine Gegenleistung haben. Zum Beispiel wollen sie von euch dann 100.000 oder 99 Goldstücke haben oder sowas. Das ist, finde ich, jetzt auch vollkommen okay, weil das ist wirklich, also die Sterne, das ist wirklich nicht viel, wenn man es überlegt. Das ist ja wirklich 99, man geht da runter mit 2,8, dann kann man auch 100.000 da lassen. Also als netten Tipp. Finde ich ganz nett. Aber es gibt auch Leute, die wollen übertrieben viele Sachen haben. Einige wollen 10 Stücke Goldstücke haben, andere wollen 10 Meilen-Tickets haben. Das finde ich einfach so. Also man muss, das find, man kann da auch so ein bisschen nett sein. Naja, ja, das ist ja cool. Jetzt kann ich mich mal wirklich mal richtig umgestalten. Da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Aber das wird für euch ja spannend. Dann hätte ich mal sehen, wenn ich danach was ist. So, wir gehen mal hier hoch. Hier habe ich noch nichts, ich habe nur Treppe hingesetzt. Habe hier aber ein paar Bäume schon gefällt. Ein paar Blumen. Wie ihr seht, habe ich von der Blumenwelt nicht so viel. Und ich habe hier oben auch noch nichts gebaut. Aber ich habe große, große Pläne. Wirklich große Pläne. Ich hoffe, das wird auch alles was. Wenn ihr Bock habt, wenn ihr sagt, okay, das Video hat mir ganz gut gefallen. Es gab jetzt nicht so viel Informationen für euch, aber ich komme mit mehr und mehr Sachen. Wie gesagt, schaut mal wieder rein oder lasst mir einen Kommentar da. Das wäre ganz cool. Und hier rein, fragt mal nach, ob der neue Sachen hat, die ich kaufen kann. Was hat er denn da so? Da, ein Schlagzeug. Ich will ja ein Schlagzeug. Ich habe ja schon eine Gitarre so gekauft. Und ich würde ja ganz gerne so ein Schlagzeug haben. Einfach nur aus einem einfachen Grund. Hört sich total blöd an. Ich will ein Musikzimmer haben. 1600 Chernis. Zack. Mit. Ich habe eine Gitarre, eine Akustikgitarre und eine E-Gitarre. Was ist das denn? Das ist ein 20 Zoll LCD-Fernseher. Doch, komm. Ein kleiner 20 Zoller für die Toilette. Oder? Da sitze ich auf dem Kopf und kann irgendwas gucken. 60.000. Und hier kriegst du. Der sagt das auch. So, der Korb-Ding da hinten finde ich so schön. Ein Telefon. Oh, brauchen wir jetzt nicht. So, ja, vielen Dank. Danke. Na gut. So, was ich auch noch cool finde, das ist praktisch der Designer hier. Habt ihr den schon mal ausprobiert? Bestimmt, ne? Da habe ich jetzt meine Flagge ja designt, wie man sieht. Die Flagge kann man hier oben ja sehen, rechts. Zack, da seht ihr die. Dann finde ich ganz cool. Aber ich habe damit, man kann ja auch mega andere Sachen designen. Man kann aber auch Quatsch machen, das ist mir aufgefallen. Wenn ich jetzt hier mal raufgehe. Da, der hier. Sieht man den zum Beispiel. Kleiner, oh, warte mal, wir stellen mal so, dann seht ihr es besser. Da kann man hier gar nicht hinstellen. Jetzt gehen wir hier vorne hin. Zack. Hab ich den kleinen. Der ist noch nicht gut designt. Ich muss noch ein bisschen besser machen. Aber zack. Stadt hier mit meinem Gesicht drauf. Und da verkaufe ich dann meine Merchandising-Artikel. T-Shirts, Cappies, alles, was das Herz begehrt. Naja, ist aber immer ganz witzig. Wie ihr seht, sage ich jetzt die ganze Zeit, aber es ist so, es ist noch nicht viel passiert. Ich habe halt versucht, erstmal alle Sachen freizuschalten. Das war das Wichtigste. Man kann natürlich jetzt schon super rumdesignen und alle Wege legen, aber für mich war nur wichtig, dass ich erstmal alles habe, damit das Spiel komplett ist. Das heißt, ich habe den KK, den Music Star, auf meiner Insel gelockt, hat ein Konzept gegeben und danach wird der Inseldesigner ja freigeschaltet. Und das war mir das Wichtigste. So. Ja, was ich jetzt hier wollte, ist der Designer. Der Designer, der ist echt cool. Ich habe auch schon mal reingeguckt. Es gibt den normalen Designer, dann gibt es noch den Profi-Designer. Da kann man sich natürlich so ein paar Klamotten aussuchen und einfach mal nachbauen. Da ein Hemd mit Ärmel, ne? Da Akzent-Hoodie. Das ist natürlich ganz cool. Wenn man jetzt zum Beispiel anzieht, das sieht man ja. Hat einen coolen Hoodie. Aber ich könnte ihn natürlich auch, wenn ich will, bearbeiten, ne? Das geht ja auch. Also man kann ja zum Beispiel sagen. Achso, nee, ich will jetzt nicht runterladen, schön. Ich könnte natürlich den jetzt auch bearbeiten. So, genau, kopieren wir das Ding mal. Zack. Bam. So, dann gehen wir mal drauf. Ändern wir das Design. Und jetzt können wir halt ein bisschen rummalen. Ne? Wie man sieht das ja hier, sieht ganz cool aus, wie man den haben will. Ich nehme den Hoodie, den habe ich ja genommen, ne? Finde ich ganz gut. Zack.
Und dann können wir den hier designen. Sehr lässig gemacht, muss ich sagen. Können wir die Farben auswählen, ne? Und ich könnte natürlich hier mein Logo drauf machen und dann... Ich kann danach, wenn ich fertig bin damit, kann ich dann machen, praktisch so ein... Ja, jetzt haben wir den genauso, ne? Ist ja egal. Hoodie 1. Ja, wunderschön geworden. Hat ja super designt. Naja, ich könnte auf jeden Fall, könnten wir den natürlich, später vermarkten, wenn wir wollen. Das ist ganz cool. Das heißt, ich kann euch einen QR-Code erstellen. Ihr könnt, wenn ihr wollt... Jetzt kriege ich da was, weil ich kurz reingegangen bin mit dem Designer. Einen QR-Code erstellen und dann könnt ihr den runterladen von mir, wenn ihr wollt. Wer Bock drauf hat, den mache ich einen coolen Hoodie und dann könnt ihr mich alle mit dem Hoodie besuchen auf meiner Insel. Zack. Und drei Dinger dazu geholt. So. Aber auch Möbel und so, da kann man auch Designs machen. Und wenn man ein paar Profi-Designs haben will, geht man zu den Schlössern. Die sind hier drin, ne? So, die freuen sich natürlich, dass ich komme, ne? Hallo Tina. Ja. Gehen wir hoch hier. Der coolen Schwester. Oh, schade, ich hatte Gottes bekommen. Ich habe einen neuen Stoffdesign für dich. So, damit kann ich die Möbel überziehen, wenn ich will. Das ist auch ziemlich cool. Und da kann man. Problem ist mit ihr, man muss mit ihr wirklich oft reden. Also es hat bestimmt eine Woche gedauert, bevor sie mit mir richtig gesprochen hat. Am Anfang sagt sie nämlich gar nichts. Da sagt sie nur, ich habe keine Zeit, geh zu meiner Schwester. Aber man kann nach und nach kann mit ihr reden und irgendwann kommt sie dann damit raus und sagt, oh guck mal, ich habe das und das für dich, das und das für dich, das und das für dich. Und dann gibt sie dir immer mehr Sachen. Mein Gott, sollen wir umstylen hier? Gucken, wie ich aussehe. Was ist das denn hier? Eine Schulhose. Na. Hier! Was da denn? Ist das Elvis Presley? Unten, na pass auf, wie können wir hier. Guck mal, eine coole Mütze noch hier. Das hat ein bisschen was von Michael Jackson, ne? Meine Brille behalte ich. Die ist cool. So sieht meine Brille auch im wahren Leben aus. Also das ist nur mal so von nebenbei, ne? Was ist das für cool? Also jetzt sehe ich ja richtig geil aus. Mein Gott, ich bin... Hallo. Komm, den nehmen wir mal mit. Der erinnert mich so ein bisschen an so einen... Ja, aus so einer coolen, schwulen Bar. Nicht gegen Schwule, aber das sieht doch wirklich so ein bisschen aus, ne? Wie diese von Police Academy, diese Gay Bar. Die aus dem Highland. So. Yeah, jetzt. Das ist doch mal ein stattlicher junger Mann. So. Gucken wir mal hier rum. Ja. Das ist auch eine gute Einnahmequelle, kann ich erzählen. Wenn ihr auf die anderen Höhlen kommt und die Früchte euch holt, dürft ihr mich auch gerne besuchen, wenn ich hier ein paar an den Früchten bediene. Pflanzt die bei euch ein. Schließlich bekommt ihr 500 Sterne pro Frucht. Da kann man ganz super Kohle machen, wenn man noch nichts einsehen kann oder noch keine Rüben oder so gerade zu tun hat, man schnell Kohle braucht. Das kann man sehr gut damit regeln. Yes. So. Wie gesagt, liked, abonniert und haut auf die Glocke. Ich würde mich mega freuen. Und denke mir, das wird nicht das letzte Mal sein, dass ich hier gespielt habe. Animal Crossing, die ganzen Würfel spielen. Ich würde euch immer am Laufen halten. Ich denke mal, jede Woche kommt mal ein oder zwei Videos, wo ich zeige, finde ich auch irgendwie coole Sachen, die ich euch zeigen möchte. Aber wie irgendwie halt weitergeht, das ist halt meine Trauminsel. Das Paradiso. Und ja, die wird, glaube ich, ein richtiges Highlight. Achso, damit könnt ihr auch Geld machen. Ne? Muss man sagen. Macht Sinn. Aber in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin, tschüss.